Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video, gleichzeitig auch zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf das unbefriedigendste Video der Welt. Ich kann vielleicht diese befriedigenden Videos, so mit ASMR und so mit Schleim und so weiter. Oder wenn man so ein Papier perfekt schneidet oder so. Und hier ist genau das Gegenteil. Zum Beispiel, wenn ein Löffel in eine Suppe reinfällt. Auf solche Dinge reagieren wir jetzt. Wenn euch das Video schon mal gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann fangen wir sofort an. So, hier haben wir jetzt Dominosteine und ich glaube, diese Steine werden nicht zu Ende runterfallen. Warum machen wir noch so große Abstände? Bei mir war das mal so, ich habe wirklich mal 3 Meter lang Dominos aufgestellt. Und dann hatte ich einfach nur noch Hoffnung, dass es einfach ganz so gut geht. Aber bei nicht mal die Hälfte ist das Ganze stehen geblieben. Und das regt einfach allen auf, wenn das Ganze einfach nicht runterfällt. Das Beste ist, wenn man fast fertig ist mit den Dominosteinen aufstellen und man aus Versehen auf einem Dominostein draufkommt und das Ganze dann einfach runterfällt. Das ist das Schlimmste. Ja, das meinte ich mit der Suppe und mit dem Löffel. Das passiert mir so oft, ne? Oder wenn ich Nudeln koche und das Löffel einfach in den Topf reinfällt. So, warum? Bleibt er einfach da? Das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen. Und das Ganze dann wieder rausnehmen und waschen, da habe ich gar keine Lust mehr, die Suppe zu trinken. Ey, ohne Sch. Das hatte ich letztens vor einer Woche oder so. Ich hatte einfach diese Streichholzpackung. Da wollte ich einfach ein Streichholz anmachen. Dann dachte ich mir so, hey, warum geht das nicht? Und dann bricht das ganz einfach. Und dann habe ich die andere Seite probiert, das hat dann ganz funktioniert. Ich habe noch sogar welche. Und das hat ganz halt nicht funktioniert. Ich probiere das Ganze jetzt aus. Nein, einfach nein. Ah, jetzt. Aber so was ich mich frage, warum funktioniert so beim ersten Mal nicht direkt so? Manchmal funktioniert das gar nicht oder es bricht einfach komplett ab. Das regt einfach voll einen auf. Guck, das meine ich. Warum brichst du? So, warum brichst du, Alter? Oder früher gab es auch von Aldi diese ganz großen. Aber die waren auch richtig gut. Hier, das verstehe ich auch nicht. Wenn ich einen USB-Stick auf meinem Laptop einführe und das einfach nicht funktioniert, dann versuche ich mit der anderen Seite, funktioniert auch nicht. Danach nochmal drehen, dann funktioniert das. So, warum funktionierst du nicht beim ersten Mal? So, wenn das schon das Richtige ist. Jetzt umdrehen, dann jetzt funktioniert das, ne? Ja, funktioniert auch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ey, ohne Witz, das hatte ich gestern. Wir waren so tanken, da wollte ich für 30 Euro tanken. Und der hat schon bei 29,50 gestoppt und dann so ganz langsam gemacht. Und dann hat er gesagt, wetten 1 Cent, wetten 1 Cent mehr. Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall 1 Cent mehr. Also in der Türkei ist das so, du musst gar nicht tanken. Die machen das schon für dich selber. Und du sagst einfach den Betrag, dann geben die einfach, sage ich mal, 50 Euro ein. Und dann klappt es einfach perfekt. Einfach 50 Euro geben, mehr nicht. Also 1 Cent mehr oder weniger ist jetzt nicht schlimm, aber das ist einfach dieses Aufregen. Wegen dem 1 Cent so. Oder warum kann man nicht in Deutschland zum Beispiel eingeben, okay, ich will jetzt für 30 Euro tanken und man tankt das Ding einfach für 30 Euro und nicht mehr. Okay, das war jetzt übertrieben. 40,12. Also ich dachte, der bleibt jetzt bei 40,1 oder so stehen. Aber der direkt 40,12, alles klar. Achso, jetzt habe ich erst verstanden, was das für Videos sind. Das sind diese Videos, wo du diesen Moment wartest, wo das Ganze bricht, aber dir das einfach nicht zeigen. Jetzt zeig doch einfach, dass es bricht. Ey, nein. Nein, einfach. Das ist das Schlimmste. Stellt euch mal vor, du fragst einen Kollegen, ja, kann ich ein Blatt bekommen? Du bekommst einfach sowas. Und dann will ich gar nicht das Blatt haben, so. Oder stellt euch mal vor, ihr habt gerade eine Klausur geschrieben, dann sagt der Lehrer noch 5 Minuten, ihr denkt das so, ja Mann, ich habe jetzt alles geschafft und dann zerreißt ihr das Ganze und dann guckt ihr einfach und die Hälfte ist einfach nicht mehr drauf. Also das ist das Schlimmste, oder wenn der Rand noch da drauf ist, so richtig eklig einfach nur. Ey, ja Mann. Das sind diese Teile, wo richtig viel Kleber drauf ist und dieses Papier einfach nur so ein Billigpapier ist sozusagen. Aber es gibt auch solche Etikette, die einfach nur so flüssig abgemacht werden können. Sowas hasse ich richtig einfach nur. Für sowas gibt es auch einen Trick, das habe ich auf TikTok gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Ganze funktioniert. Aber das hasse ich auch zu hundertprozentig. Habe ich irgendwas verpasst oder seit wann schneidet man eine Pizza mittendrin? Aber wer macht sowas? Bitte, wer macht sowas? Das ist kein Hassmoment mehr, das ist einfach nur eine Dummheit so. Okay, der mittlere Part schmeckt auch am besten. Das kannst du bei einer rechteckigen Pizza machen, aber nicht bei einem runden Pizza so. Ey, das mit dem Bleistift, ne? Ohne Witz, das hatte ich auch so oft.
Ich habe mich auch so gefragt, wenn ich so anspitze, ne? Dann denkst du, boah, der ist schon richtig spitz geworden. Und das Ganze dann einfach abfällt, so. Habe ich mich gefragt, hey, warum? Danach hat mir ein Mitschüler gesagt, wenn mein Bleistift runterfällt, dann brechen die Minen innen drin auch. Und das wusste ich nicht. Einfach nächstes Mal nicht so viel anspitzen und dann passiert das Ganze nicht mehr. Ey, das ist auch das Schlimmste, Mann. Das ist mir auch mal passiert. Ich wollte so ein Nutella-Brot essen, dann fällt es einfach auf den Boden. Ich habe einfach gehofft, dass er einfach auf die richtige Seite fällt. Aber natürlich fällt er nicht auf der richtigen Seite und der Boden war komplett mit Nutella voll. Was er denn jetzt? Ey, ja, Mann. Wenn du einfach eine App in eine App reintun willst und das ein Ordner dann wird, aber es einfach nicht funktioniert. Oder wenn ich eine App von einem Ordner raustun will und das ganze Layout einfach zerstört wird. Häufig mögen das Eigelb nicht gekocht und das dann so flüssig zu essen, aber ich mag das Eiweiß mehr als das Eigelb und deshalb rühre ich das Ganze einfach um zu einem Rührei. Das schmeckt mir dann besser. Also ich würde niemals ein Ei mit einem flüssigen Eigelb essen. Warum? So, warum? Warum einfach nur? Von Deutschland 99% erreicht? Genau bei 1% kommt so eine Fehlermeldung. So, warum einfach nur? Warum? Oder zum Beispiel, wenn ich ein Update mache, da steht 99%. Bitte schalten Sie diesen Computer nicht aus. Aber diese 1% dauert eine halbe Stunde oder so. Diesen Automaten hatten wir früher in der Schule auch. Wollten so Kinder-Country oder so holen. Und dann geben wir diese Nummer ein. Dann warten wir einfach so ganz entspannt, bis das Ganze runterfällt. Aber auf einmal bleibt dieses Ganze einfach bei dem Haken stecken. Aber dann so 2-3 Minuten dagegen den Automaten gehauen. Und dann kam auf einmal anstatt ein Kinder-Country 2 raus. Ja. Jeder kennt einfach diesen Moment, wenn du einfach ein Bild aufhängen willst. Wenn du einfach diesen Nagel in die Wand reinhämmern willst. Aber das Ganze einfach schief wird. Dann kannst du das Ganze auch wegschmeißen. Also bei einem Basketballspiel ist das so. Nicht nur der Rand stört mich, sondern dieser Teil hier. Einfach dieser Teil, du denkst dir so, boah, der ist so perfekt drin. Da kommt einfach dieser Teil hier, dann ist dieser ganze Ball einfach weg. Drumherum kann ich so verstehen, so, ne? Aber hier, das hier, einfach richtiger. Ey, das ist auch das Schlimmste, was passieren kann, ne? So, ich traue diese Puppenautomaten sowieso nicht, ne? Weil das Ganze bestimmt so richtig eingedrückt ist, damit du das gar nicht mehr hochziehen kannst. So, man denkt einfach, bei diesem Zang ist einfach so Gel oder so drauf gemacht, damit das nicht so richtig greift. Oder die Kraft ist einfach so schwach von der Zange, dass es einfach unmöglich ist. Wir wissen alle, dass das zu 90% nicht funktionieren wird, aber wir versuchen es und versuchen es immer wieder. Die Frage ist jedoch, welche Momente hast du hier noch? Schreibt in die Kommentare, welche Momente ihr noch hast. Dann würde ich sagen, das war's für mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.